Harvey, was ist los? Das Gemüse wächst und du kannst es nicht aufhalten? Aber warum versuchen, es aufzuhalten? Gemüse ist doch gut für dich. Weil du jetzt Hilfe brauchst, es zum Markt zu bringen, solange es noch frisch ist? Das erinnert mich an das Sprichwort, der Bauer mit dem niedrigsten IQ hat die größten Feldfrüchte. Also, bitten wir Supertruck um Hilfe. Oh. Karl, Harvey müsste sein frisches Gemüse zum Markt bringen und er könnte wirklich deine Hilfe gebrauchen. Whoa. Also, in was für ein Fahrzeug wirst du dich verwandeln? Oh. In einen Transportlastwagen. Oh. Oh. Das ist fantastisch. Oh. 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 Wow, du bist ein Transportlastwagen. Wow. Auf geht's, helfen wir Harvey. Oh, oh, oh. Wow. Hier ist Supertruck Harvey. Er ist ein Transportlastwagen. Oh nein! Käfer werden die Ernte zerstören. Supertruck, nimm das hier. Vielen Dank, Supertruck. Komm, jetzt helfen wir Harvey, sein Gemüse zum Markt zu bringen, solange es noch frisch ist. Und keine Käfer. Oh! Toll gemacht, Supertruck. Die Ladefläche füllt sich mit frischem Gemüse, Harvey. Hervorragende Arbeit, Supertruck. Oh. Hoho. Gleich kann der Lastwagen zum Markt fahren. Wow. Vielen Dank, Supertruck. Oh. Vielen Dank nochmal, Supertruck. Tschüss alle zusammen, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Car City ist ganz schön eingeschneit heute.
Und ich glaube, da ist noch ein Schneesturm auf dem Weg hierher. Oh, hallo Katie. Was machst du denn bei dem Wetter hier draußen? Ist dir gerne kalt? Aber sei vorsichtig, die Straßen können ganz schön rutschig sein. Oh nein, Katie steckt fest. Wir brauchen Hilfe und zwar schnell. Amber, wie gut, dass du gerade vorbeikommst. Kannst du Supertruck rufen? Katie sitzt in einer Kuhle fest. Vielen Dank, Amber, und beeil dich. Karl, wir brauchen deine Hilfe. Katie, das Kitcar sitzt in einer Kuhle fest und bald kommt ein Schneesturm. Okay, auf geht's. Zur Höhle. Welches Fahrzeug könnte Katie aus der Kuhle retten, Karl? Das ist eine großartige Idee, Karl. Ein Seilwindenlastwagen wird stark genug sein, um Katie herauszuziehen. Wow, Räder mit Schneeketten, nur zur Sicherheit. Okay, Karl, bist du bereit, Katie zu retten? Okay, Supertruck, auf geht's, retten wir Katie. Vielen Dank, dass du ein Auge hattest auf Katie, Amber. Supertruck ist jetzt hier. Er wird Katie aus der eingeschneiten Kuhle herausziehen. Warte mal. Was machst du da, Supertruck? Ich verstehe. Wenn du rückwärts zu Katie fährst, kannst du sie leichter aus der Kuhle ziehen. Gut gemacht, Supertruck. Jetzt musst du Katie an der Winde befestigen, damit du sie hochziehen kannst. Es funktioniert, Supertruck. Oh nein, Supertruck. Du rutschst weg. Schnell, benutzt deine Schneeketten. Jetzt kräftig ziehen, Supertruck. Du hast es geschafft, Supertruck. Du hast Katie aus der Kuhle gerettet. Und jetzt wird nicht mehr im Schnee gefahren, Katie. Vielleicht sollte Amber Katie schnell zum Krankenhaus mitnehmen, um sie mal durchzuchecken. Fühlst du dich ein bisschen besser, Katie? So ist es richtig, Katie. Und trotzdem macht der Schnee immer noch eine Menge Spaß. Guter Wurf, Supertruck.
Bis zum nächsten Mal, Leute. Wir sehen uns. Und seid schön vorsichtig im Schnee. Wie aufregend. Es sieht so aus, als würde die Car City Fußballmannschaft für ein großes Spiel trainieren. Hallo Katie, hallo Pickle. Trainiert ihr Tore schießen? Oh nein, der fliegt zur Polizeiwache. Matt wird darüber nicht glücklich sein. Oh nein! Matt sagt, er disqualifiziert euch vom großen Spiel, wenn ihr noch eine Scheibe kaputt macht. Jerry hat recht. Es ist wichtig, dass ihr trainiert. Großartige Idee, Pickle. Mal schauen, ob Supertruck helfen kann. Hey Carl, die Car City Fußballmannschaft ist in Schwierigkeiten. Sie brauchen ein richtig starkes Netz, um das Toreschießen trainieren zu können. Dir ist etwas eingefallen? Ein riesiges Netz. Perfekt. Fantastische Verwandlung, Spider-Truck. Hey Leute, schaut mal, wer da kommt. Du möchtest wissen, wo das Netz hin soll? Da drüben bitte. Dann ist die Polizeiwache geschützt. Das ist so cool. Wow, da kommt nichts durch. Vielen Dank, Spider-Truck. Bereit, das Toreschießen weiter zu trainieren? Sie schießt. Und trifft, ohne ein Fenster zu zerbrechen. Jerry ist jetzt an der Reihe. Und noch ein Tor. Du bist am Zug, Pickle. Keine Sorge, das Netz ist sehr stark. Wow.
Wow, schönes Tor. Ihr spielt alle richtig gut. Ihr werdet das große Spiel gewinnen, keine Frage. Viel Spaß noch beim Trainieren. Bis zum nächsten Mal, wir sehen uns. Hallo Troy, wie geht's dir? Bringst du Güter nach Car City? Troy, pass auf! Oh, geht's dir gut, Troy? Kannst du dich bewegen? Diese Waren müssen auf jeden Fall heute geliefert werden. Du brauchst dringend Hilfe. Aber keine Sorge, Troy. Karl, der Transformer-Truck, kann einen Tag für dich einspringen. Er wird die Arbeit erledigen. Du wartest hier und ich hole Karl. Hey Karl, Troy, der Güterzug, braucht Hilfe beim Transportieren von Gütern. Kannst du ihm helfen? Großartig. Na, dann wollen wir mal. Also, in welches Fahrzeug wirst du dich verwandeln? In einen Triebwagen, ganz klar. Zeit, Karl zu transformieren. Der Wahnsinn! Schau dir diese Räder an! Wow, du siehst so anders aus! Perfekt! Du siehst fast aus wie Troy! Na, dann gehen wir mal auf die Suche nach Troy. Schau, Karl. Troy, der Güterzug, wartet auf uns. Also, Beeilung. Karl, als erstes müssen die Waggons auf die Schienen. Gut gemacht, Karl. Entspann dich, Troy. Karl wird alle Güter rechtzeitig abliefern. Hier ist doch schon der erste Bahnhof. Karl, schau, da ist Tom.
Das läuft ja super, Karl. Auf geht's zur nächsten Station. Hey, da wartet ja Frank das Feuerwehrauto auf uns. Hallo, Frank. Hier ist dein Container. Jetzt aber auf zur letzten Station, Karl. Da ist ja Matt. Schau mal, Matt. Hier ist deine Fracht. Na also, die Arbeit ist geschafft. Vielen Dank, Karl. Ohne dich hätten wir das nie geschafft. Zeit, nach Hause zu fahren. Tschüss, Karl. Wir sehen uns.